So beendest du das Treffen. Für das Ende von eurem Treffen gilt wieder das Motto, wenn es am schönsten ist, musst du gehen. Zwinge dich. Wirst du am Ende klebrig und gefühlsduselig, war fast alles für umsonst. Das Ende entscheidet über die Fortsetzung der Gedanken nach eurem Treffen. Holt ihr ganz zum Schluss doch nochmal eure alte Beziehung heraus, dann kannst du felsenfest davon ausgehen, dass dein Partner die nächsten Tage über deine Fehler und was nicht funktioniert hat nachdenkt. Gehst du, wenn die Stimmung am besten ist, erzeugst du ein Vakuum, das deinen Partner zu dir zieht. Das ganze Treffen lang werden Glückshormone ausgeschüttet und kaum bist du weg, fehlt etwas und er beginnt dich zu vermissen. Wenn du also merkst, dass du die Emotionen von heute nicht weiter steigern kannst und der Höhepunkt erreicht ist, gehst du. Welchen Grund auch immer du hast, verbleib aber nicht ganz ohne ein konkretes Ergebnis. Tschüss, war nett, dich mal wiederzusehen. Darf auf keinen Fall der letzte Satz sein. Verbleib lieber mit Worten wie: Es war sehr nett, sich mit dir zu unterhalten, aber ich muss weiter. Ich würde das Gespräch gerne ein anderes Mal weiterführen. Vielleicht in einer etwas angenehmeren Umgebung und mit mehr Zeit. Gib seinem oder ihrem Vermissen also noch die Hoffnung auf ein Wiedersehen obendrauf.